Hallo, 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 liebe Freunde. Ja, hallo. Wir sind wieder da. Ja. Und wir streicheln unser blaues Bäuchlein, denn wir sind wieder in der Haut von Blue Belly und müssen jetzt, so wie ich mitbekommen habe, einer Hochzeit crashen. Das klingt doch schon mal lustig. Ja, und ich muss sagen, ich bin auch sehr motiviert. Also man muss ganz ehrlich sagen, es ist mal schön, eine Aufnahme mit dir zu starten und nicht irgendwie vorher sich mental auf das Schlimmste vorbereiten zu müssen. Also jetzt nicht wegen dir, sondern wegen dem Spiel an sich. Ne? Ja, ich bin auch mental anwesend bei, bei Monkey Island 4, weil ich teilweise so Ja, also ich sag mal, wir haben ja auch gesagt, das Spiel ist bis jetzt wirklich sehr unterhaltsam. Ne? Also das Einzige, was wir jetzt noch nicht so ganz verstehen, ist die Story, aber vielleicht kommt das noch. Aber die Rätsel waren schön, wir konnten die selbst lösen. Wir hatten Spaß, wir haben viel rumgeschnackt. Ja, also von daher, die alles Zeichnung, wunderbar. Die Zeichnung und das Gemalte ist wunderschön. Ja, und ich sage auch die 3D-Figuren, die passen da schon gut rein. Also die sind jetzt nicht so, also sehen nicht so furchtbar aus wie teilweise manche Charaktermodelle von Monkey Island 4, ne? Muss man mal direkt sagen. Was, mein Vater? Das finde ich viel krasser. Meine Schwester mit den schlechten Zähnen. Okay, interessant. Also ich weiß gar nicht, wo wir jetzt gerade sind. Also wir haben jetzt wieder alle drei, können wir theoretisch auswählen, ne? Aber ich glaube, wir machen jetzt erstmal eine Story und dann können wir ja so hin und her switchen. Die scheint unabhängig zu sein, oder? Ja, kann ich Charaktere wechseln gerade? Nee, ich kann nur zu Jane wechseln. Ach nee, doch, ich kann zu allen wechseln. Kann ich gleich mal gucken, was die gerade machen. Was ich gerade interessant finde, ist, wir haben hier den bisschen dunklen Pirat, den wirklich dunklen Pirat und den wirklich ziemlich extrem dunklen Pirat. Okay. Ja, gut gealtert, ja, ne? Kannst du mal mit der Gruppe da sprechen, vielleicht haben wir was zu sagen. Oder willst du, hast du jetzt eine Präferenz, wenn du zuerst ansprechen möchtest? Ich würde die Schwester mit den schlechten Zähnen. Ja, dann sprich die mal an. Ich will auch wissen, was ihre dentale Geschichte ist, ja. Ich schaue sie mir erstmal an. Ah nee, falsche Taste. Das ist meine Schwester Rosie. Und sie hat schlechte Zähne. Sie so schlecht, sie hat Hasenzähnchen, aber. Echter Pirat. Du musst mir alles erzählen. Also sie sehen denn, sehen die Zähne für dich schlecht aus, das, was du zumindest erkennen kannst? Nö. Also die hat Hasenzähne, aber jetzt, oder vielleicht fehlen ihr ein paar, aber ich kann das jetzt gerade nicht so. Ich finde ihr Blick viel schlimmer, die hat so ein bisschen was so, weiß ich nicht, so. Uncanny Valley. So Horrorpuppenmäßige, so ein bisschen wie ist denn Annabelle, ne? Oder diese Mörderpuppe da. Okay, was sagen wir ihr denn mal? Ich habe gegen Zombies gekämpft und gegen eine Wuju-Priesterin. Greenbeard hat auf mich geschossen und Simbi hat uns getötet und dann hat uns so ein komischer alter Wuju-Priester wieder zum Leben erweckt. Ich war auf Wuju Island in einer Mine voller Leichen gefangen. Ich habe eine wunderschöne Heldin getroffen. Was willst du ihr sagen? Ja, wir können ja ein bisschen angeben. Ich glaube, die freut sich für ihren Bruder, wenn er sagt, ich habe eine wunderschöne Heldin getroffen, oder? Ich habe eine wunderschöne Heldin getroffen. Oh, ist sie zu stolz, um ihre Gefühle zu zeigen? Wahrscheinlich, aber psst, sie ist in meinem Kopf drin und kann alles hören, was wir sagen. Oh, jetzt bist du total verrückt geworden. Das hört man immer gern. Ich habe eine Freundin, die ist in meinem Kopf drin und hört alles, was ich sage. Ja, ja, ach, vielleicht liegt es in der Familie, man weiß es nicht. Also. Jane, kannst du den Rest mal durchgehen, genau. Also. Jane, sag mal eben Hi zu meiner Schwester Rosie. Jane, sag mal eben Hi zu meiner Schwester Rosie. Hi, Schwester Rosie. Du bist ja niedlich. Hast du sie gehört? Nein. Willst du mich veralbern? Aber wir müssen die Männer mit der weißen Jacke holen, oder? Es wird Zeit. Ich war auf Wuju Island in einer Mine voller Leichen gefangen. Autsch. Alles okay. Erzähl weiter. Die Zombies. Aber siehst du, das ist der Grund, warum er jetzt den Friedhof gestohlen, um eine gigantische Armee Untoter aufzustellen. Das ist der Grund, warum er jetzt Jane in seinem Kopf hat. Wegen den ganzen Leichen. Das ist eine posttraumatische Belastungsstörung. Ne? Gut möglich. Greenbeard hat auf mich geschossen und Simbi hat uns getötet und dann hat uns so ein komischer alter Wuju-Priester wieder zum Leben erweckt. Du bist echt ein guter Lügner.
Es ist auch ein total komischer Smalltalk. Wer glaubt das denn, wenn das einem einer erzählt, mit dem man kommt und sagt, ja, ich wurde getötet, dann wieder zum Leben erweckt und dann wieder getötet und wieder zum Leben erweckt, aber jetzt geht's mir gut. Ja, ich meine, vor allem, was soll man darauf sagen? Ich meine, ja, danke oder schön für dich oder es ist halt so, es ist halt auch so viel, vor allem so viel Information in einem Satz irgendwie, ne? Der hat mich gehört, der hat das und der macht das und der macht das. Das ist ja fast schon zu viel, als darauf wirklich zu reagieren, weißt du? Das ist so eine Person, die du sonst triffst, wenn du an der Bushaltestelle wartest und die mit sich selbst redet. Ja, aber dich dann irgendwie trotzdem mit ins Gespräch hineinzieht, aber jetzt nicht wirklich im Sinne von rede mit mir, unterhalte dich, sondern hör mir zu mit meiner Lebensgeschichte. Ja. Und dann kommen die langsam immer näher und denkst dir so, ich will doch nur auf den Bus warten. Ja, das ist das Problem. Da hast du schon zu viel gemacht oder zu viel falsch gemacht. Auf den Bus zu warten, selber schuld, ja. Das erste ging auch nicht besser hier, ne? Ich habe gegen Zombies gekämpft und gegen eine Wuju-Priesterin. Oh. Naja, nicht direkt gegen sie gekämpft, aber ich bin ihnen hinterhergeschlichen. Okay. Also die wirkt sehr desinteressiert. Kann ich so ein bisschen verstehen. Irgendwie, weißt du? So, jetzt fahren wir nach ihrer Zahnspange. Aber die guckt halt schon ziemlich... Oh Gott, der Schädel auf der Mütze ist ja süß bei ihr. Ja, der sieht so ein bisschen aus wie Jack Skellington. Also ganz kleines bisschen. Ja, also, wie gesagt, so... Vielleicht meinen die auch mit schlechter Zähne, also wenn die jetzt auch die Zahnspange ansprechen, einfach, dass die Zähne ein bisschen schief sind, aber... Also ich dachte jetzt so nach dem Motto, dass sie wirklich so richtig verfaultes Maul hat, ja, oder sowas. So, genau. Also so ein verwester Wackelzahn, der noch drin hängt. Genau, der schon. So ein richtiger Toilettenatem. Genau. Okay, zeig mal deine Zahnspange. Zeig mal deine Zahnspange. Schön lächeln. Hihi. Eigentlich wollte ich Vampirzähne, aber Fati hat Nein gesagt. Okay, aber das bleibt trotzdem noch bestehen, oder? Scheinbar müssen wir irgendwas mit der Zahnspange machen. Vielleicht ist sie gewaltsam rausbrechen oder so, ich weiß ja nicht, aber... Ich glaube, das war jetzt einfach nur eine Anspielung an Vampire Story. Das Spiel, das zuvor rauskam, wegen den Vampirzähnen. Ja. Und sie guckt ja auch so ein bisschen untot. Ja, vielleicht sind... Ja, wer weiß, vielleicht ist der große Plot-Twist, dass alle tot sind und wir eigentlich gar nicht am Leben sind. Ne? Vielleicht bilden wir uns das nur ein. Wer weiß... Hat eigentlich einer von uns eine Einladung zur Hochzeit bekommen? Nee, die wollen dort keine armen Leute. Mama hat die ganze Woche am Herd gestanden und für sie gekocht. Aber sie wollen sie nicht mal bei der Zeremonie zusehen lassen. Wow, das ist richtig undankbar hier. Meine Güte. Okay. Danke, Rosie. Okay, also scheinbar... Reden wir mal. Mit der können wir scheinbar nicht viel machen. Okay, also ein bisschen quatscht, aber... Sie scheint uns jetzt nicht irgendwie groß weiterhelfen zu können. Dann reden wir mal mit dem wenig... pigmentierten Piraten, mit dem mittelmäßig pigmentierten Piraten und mit dem maximal pigmentierten Piraten. Oh ja, wo jetzt mal ganz ehrlich, weil wenn es darum geht, findest du, dass die letzten zwei, dass es da so einen großen Unterschied gibt? Nee, der sieht ein bisschen tot aus. Ja, das stimmt, der bewegt sich ja gar nicht, ey. Der sieht schon richtig creepy aus. Kann man überhaupt mit dem reden? Ich klicke dir mal an, ob der irgendwie reagiert. Randy Rotgut, dieser Brackwasserplanscher ist so hässlich, wenn der zu den Fischen geht, müssen sogar die Muränen kotzen. Sehr bezaubernd. Kannst du ihn mal antippen oder so? Ich meine... Wirklich ziemlich extrem dunklen Piraten berühren. Wenn ich ihn berühre, haut er mich bis nach Wuju Island. Ich glaube nicht. Also so tot wie der aussieht... Ich glaube, der kippt wahrscheinlich einfach um, wenn du ihn berührst oder so. Das war's dann, ne? Redet er mit uns? Er wartet nur darauf, dass ihn jemand auf sein rosa Hemd anspricht. Hat hier jemand was über mein Hemd gesagt? Nein, Sir. Er bewegt ja nicht mal den Mund. Außer vielleicht... vielleicht solltest du deine Hemden nicht mit denen von Scud waschen, wenn du nicht gerade auf rosa stehst. Steh auf rosa! Auf rosa stehen? Ich liebe rosa. Steht dir total gut. Ich finde es ja lustig, dass er vor dem Angst hat. Also von allen dreien sieht er eigentlich am ungefährlichsten aus, weißt du? Ich hätte ja vor den beiden Angst. Ja, ja, deswegen. Also nicht von der Klapperleiche da rechts, weißt du? Also das finde ich ziemlich witzig, muss ich sagen. Vor allem, die bewegt sich ja nicht mal. Aber redet. Ja, okay. Mit den Gedanken, mit der Kraft der Gedanken, ne?
Dann schauen wir uns mal den leicht pigmentierten Piraten an. Darwin, er ist der Anführer der Bande. Bis Cut ihn irgendwann umbringt. Nett. Hast du Rum dabei? Nein! Dann verzieh dich. Auch schön, der ist genauso nett wie jemand von Monkey Island 4, ja. Ne? Würde da gut reinpassen. Diese Muriel ist ein leckerer Backfisch, was? Wer war nochmal Muriel? Die Meerjungfrau? Ja, klar, der hat doch als Backfisch bezeichnet, also wird wahrscheinlich die Meerjungfrau sein. Das ging mir das letzte Mal ein bisschen schnell alles, weißt du? Du solltest den Gärtner suchen, Ned Shakeshaft. Was der uns für Geschichten erzählt hat, als er noch betrunken und frei war. Ah, wollen wir jetzt die Bumsgeschichten hören mit der Meerjungfrau? Wollen wir das wirklich? Ich weiß nicht. Aber Shakeshaft ist auch ein sehr interessanter Name. Der Schüttelschaft, ne? Das hat ein bisschen was vom Nattenatoll. Ja, oder? Ja, gut, aber wir wollen dem Spiel jetzt ja nicht Monkey Island 4 anleihen. Shakeshaft, der kam vom Nattenatoll. Und hat dann auch nochmal das W-Haus besucht, ne, von Mito, ja, du weißt. Ja, ja. Okay, weiter. Red weiter. Was hat Ned erzählt? Er hat sie am Haken gehabt. Interessante Wortwahl. Sie haben geknutscht. Direkt hinter der Villa des Gouverneurs. In der Nacht ihrer Verlobung. Drama, ach, Baby, nee. Drama. Stimmt, Muriel ist nicht die Hauptmeerjungfrau, das ist die Meerjungfrau, die zum Mensch geworden ist und jetzt heiraten will. Ja, das ist gut, dann haben wir jetzt ja irgendwie schon einen belastenden Beweis eigentlich gegen sie, oder? Dann müssen wir jetzt nur den Schüttelschaft finden. Der heißt jetzt auf ewig so, der Typ. Ja, dann fragen wir mal, wo ist denn der Schüttelschaft? Wo schüttelt er denn jetzt seinen Schaft gerade? In diesem Moment. Ja, das klingt so falsch. Wo schüttelt er denn den Schaft? Wo ist Ned Shakeshaft denn jetzt? Hoffentlich auf hoher See. Aber wahrscheinlich eher tot. Oh. Der Gouverneur hat ihn damit prahlen hören. Würde mich nicht wundern, wenn er ihn schon zu Blutsuppe verarbeitet hätte. Das heißt, er wird nie wieder seinen Schaft schütteln können, ne? Der Arme. Naja. Schüttel in Frieden. Ja, er hat ein sehr schüttelreiches Leben gehabt, ne? Ja, und wir sind alle erschüttert. Ja, genau. Ja. Tja, vielleicht finden wir ja irgendwo noch. Ich meine, vielleicht ist er noch am Leben. Vielleicht hören wir ja irgendwie sein Schütteln und können. Ich überlege gerade, beim Spanner sagt man, er ist weg vom Fenster. Was sagt man bei einem Schüttelschaft? Weiß ich nicht. Da hat es ausgeschüttelt, keine Ahnung. Oder die letzte Palme geschüttelt. Ja. Die letzte Palme geschüttelt. Ja. Ah, fällt mir spontan nichts ein, aber weg vom Fenster. Ich weiß, an der Stelle mal Hallo an alle Zuhörer und Zuschauer. Ja. Schön, ja, dass ihr da seid und euch das anhört. Ist das nicht schön? Ja, einfach tiefe und philosophische Gespräche übers Schaft schütteln. Ne? Das ist doch Unterhaltung und pur. Ne? Und an die Kinder zu Hause, fragt Mama und Papa, wovon wir gerade reden. Es geht ja natürlich um die Holzmasten von den Schiffen, die geschüttelt werden müssen, damit sie richtig. Genau. Oder fragt eure Kindergärtnerin. Die findet das. Die weiß das bestimmt auch. Oh Mann, ey. Oh, schön. Also. Hallo, Frau Kindergärtnerin. Ja. Ich würde gern den Schaft schütteln. Ja, okay, weiter mit dem Spiel. Sonst werden wir wieder geflaggt oder so. Ja, ich meine, man kann ja, pass auf, die Sache ist ja, man kann das ja gerne aussprechen oder so. Das Schlimme ist, wenn man hier irgendwie ein Spiel zeigt, was das Schaftschütteln irgendwie darstellt, ja. Okay, lass mir das. Ja. Lass uns am besten wirklich, ja. Wenn ich Muriel und mich gehabt hätte, wäre ich nicht weggegangen. Ach, und ich dachte immer, ich wäre dein Mädchen, Blue. Du hast deine Wahl getroffen. Du hättest nach Mary Kay kommen können. Oh, wow. Der geht aber schnell von ihr wieder weg, ne? Also dafür, dass sie eigentlich so gut zusammen waren hier, oder dass er die in den letzten Kapiteln noch so angehimmelt hat, ne? Sehr wankelmütig, der Gute. Ja, ja. Da wackelt nicht nur die Wampe. Okay, dann klick mal alles durch von oben nach unten. Mach mal, ja, ich glaube, das ist genau. Ich habe keine Angst vor dir. Ich bin Greenbeards Schiff entkommen. Wir mussten unsere Quote erfüllen.
Unsere Familien wollen essen. Was? Nein, du hast mich nicht gekidnappt. Ich bin freiwillig mitgegangen. Hauptsächlich, um die Zahnspange meiner Schwester bezahlen zu können. Oh, wie ist es dir ergangen? Die Crew hat mich gehasst, Greenbeard hat auf mich geschossen und jetzt plündert er Mary Kay. Du bist ein ziemlicher Jammerlappen, was? Ich finde das eigentlich nett, also dass er extra die Zahnspange seiner Schwester bezahlen möchte. Ja, dass solche Strapazen auf sich nimmt, ja. Finde ich lieb. Ja, deswegen. Ist schon lieber Hoagie hier. Betrunken. Es gibt keinen Tropfen Alkohol mehr auf der Insel. Wir erinnern uns langsam wieder, was wir alles getan haben. Oh. Oh. Hier gibt es noch rum keinen Grog. Was eigentlich komisch ist, weil Grog ist jetzt nicht wirklich so ein Copyright-Ding. Oder ist es so, darf man das nicht machen, ein Piratenspiel mit Grog? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, vielleicht wollte man sich jetzt ein bisschen von Monkey Island distanzieren. Man wollte jetzt. Aber man hatte so viele Parallelen, vielleicht wollte man wenigstens das Grog irgendwie ausklammern, weißt du, oder den Grog. Yes. Wobei ich gerade nur Grog in Verbindung mit Monkey Island kenne. Selbst bei Piratenfilmen trinken die eigentlich immer Rum. Obwohl ja. Die den Rum halt wirklich zu Grog verarbeitet haben, um mehr davon zu haben. Ich habe in meinem Leben noch nie Grog getrunken. Also, ich mag, wie es klingt. Grog. Das klingt irgendwie so richtig. Es klingt irgendwie, als ob man das Wort richtig ausspucken würde. Grog, weißt du? Also, ich weiß nicht. Also, ich finde, deswegen ist das schon wahrscheinlich. Ich weiß, was ist denn das überhaupt eigentlich? Also, Grog, aus was besteht das denn? Es ist Rum ja. Mit Wasser und ein Schuss Zitrone. Oder einfach nur Rum mit Wasser und Zucker. Also, da kommt noch Zucker rein, genau. Rum, Zucker, Wasser, Schuss Zitrone. Das heißt ja eigentlich, es ist vom Prinzip her weniger. Also, ich sag mal, weniger hart als Rum, wenn es mit Wasser versetzt ist, ist es doch gestreckt, oder nicht? Genau, es ist gestreckt, weil damit deine Ration länger hält, haben das die Piraten gestreckt. Und der Zucker ist reingemacht worden, weil das irgendwie Alkohol mit Zucker knallt mehr. Okay, ja, ich wollte schon sagen, dafür, dass es hier immer so dargestellt wird, wie so die ätzendste Säure der Welt, weißt du, was wir alle. Ja, das Rezept bei Monkey Island ist ja auch ein bisschen anders. Mit der Batteriesäure, den. ich weiß schon gar nicht, was da alles reinkommt. Plutonium, finde, bla blub blub. Man weiß ja übrigens, wie Batteriesäure, was ich jetzt lustig finde. Bei Manic Mansion Mania, da gibt's auch, also das ist auch so ein Running Gag, da gibt's auch eine Säure, die nennt sich Milchsockensäure. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber es gab mal eine. Es gab eklig. Mal eine, es gab mal wirklich eine Folge, da musstest du wirklich eine stinkende Socke mit Milch zusammenrühren irgendwie und da hat sie diese Säure und das hat sich dann wirklich durch die Episoden durchgezogen, so als Gag. Wenn du irgendwas brauchtest, irgendeine Säure, was also, über die Milchsockensäure. Also bei einer Milchsocke muss ich irgendwie so an American Pie denken. Okay, also das, diese Milchsocke war man so lieber nicht haben, oder? Ja, egal. Wo ist der Rum? Ja, das ist die gute Frage hier. Die wichtige Frage. Wo ist der Rum? Der ganze Rum ist in der Villa dieses rückgratlosen Widerlings. Erhängen sollte man ihn. Den Gouverneur? Ei. Irgendjemand hat seinen Champagner gestohlen. Also hat er den Alkohol auf der kompletten Insel konfisziert. Oh nein. Das ist schlimm. Was macht ihr nochmal genau? Nun ja, wir geben arbeitslosen Männern die Gelegenheit, die Welt zu sehen. Nachdem wir ihn mit der Schaufel eins übergezogen haben. Ja, klingt ja nach einem netten Hobby hier, ne? Ja. Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin Hobby der Seemann. Ja, Hobby. Hut, Hut. Ja, Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Ja, ich verprügel gern Leute und die haben gesagt, hey, willst du dafür bezahlt werden? Da habe ich gesagt, geil, mache ich. Ja. Wie gesagt, warum nicht, ne? Wenn es gut Geld einbringt. Mhm. Ich meine, die sehen doch schon sehr ambitioniert aus, die Herren hier, oder? Guckst ja, du an. Vor allem Weil wir auch so, den sieht man auch halt kaum, der ragt da so ein bisschen über den Bildschirmrand hinaus, weißt du? So, das ist ey, weißt du, was mir gerade auffällt? Was? Der Wirt poliert die ganze Zeit seine Hand. Der hat kein Glas in der Hand. Wie, der hat kein Glas in der Hand, was meinst du? Guck mal, hier, der poliert die ganze Zeit seine Faust. Ach, ich war die ganze Zeit jetzt rechts bei dem Typen, ja. Warum nicht? Ich meine, vielleicht haut uns damit gleich einen rein, kann ja auch sein. Dann ist aber wenigstens eine sehr saubere Hand. Deswegen, dann glänzt sie wenigstens schön, ne? Da haben wir einen ordentlichen glänzenden Abdruck im Gesicht, das ist auch schön, ne? Okay, wie laufen denn die Geschäfte? Wie laufen die Geschäfte? Momentan gibt's nichts für uns zu tun.
Bei all den Schiffen, die zurzeit verschwinden, braucht niemand eine Crew. Und diese ganzen billigen Zombie-Arbeiter verderben die Preise. Greenbeard greift an! An die Gewehre! Und bemannt den Turm! Wir nehmen keine Befehle von Köchen an. Ja. Aber er ist so putzig. Ich frage mich, ob wir die noch irgendwie motivieren müssen, wirklich. Ich meine, das Ziel ist ja einmal die Hochzeit zu crashen und dann irgendwie eben auf den Angriff von Greenbeard aufmerksam zu machen. Die Frage ist natürlich, ob das eine zum anderen führt oder ob das sozusagen zwei Quests sind, die wir jetzt haben. Das ist natürlich die Frage. Ich würde sagen, da ist bestimmt irgendeine Quest dahinter, dass wir die drei Männer hier motivieren müssen, da hochzugehen. Vor allem im Rechten dürfte es sehr, sehr schwer werden, ne? Also, ich glaube, da brauchen wir einiges. Der hier im Hintergrund ist aber auch super animiert. Ja, also die sind wirklich alle fertig, man sieht schon. Ne? Trockene Alkoholiker auf dem Trocknen. Ja, vielleicht ist es ja einfach hier so das Treffen der anonymen Alkoholiker, man weiß es ja nicht. Aber ich dachte, die treffen sich immer vom Netto. Ja, vielleicht ist das ja hier so eine Art Piraten-Netto, weiß ich nicht, man weiß es ja nicht. Ich glaube, irgendwann gibt's T-Shirts in unserem Fanshop, wo drauf steht, Halt's Maul und Spiel. Ja. Tja, damit müsst ihr leben, ich meine. Aber ganz ehrlich, ich find's besser so, dass man sich auch ein bisschen unterhält und das, ja, ist auch besser, genau, als wenn wir einfach nur spielen und mal sagen, wir gehen da lang, wir klicken das an. Und, oh, ich mag das, wie er tanzt, wenn wir nichts klicken. Ja, also oder? So dieses kurze Hüftschütteln. Ja, ich mag den, der ist mir auch sehr sympathisch, muss ich sagen, ja. Der Blue Belly. Ja. Und er hat auch halt auch Belly Physics. Die Jane, die hat andere Physiken. Ja. Ja, und Papa Doc hat keine Physiken, oder? Genau. Oder bei dem irgendwas. Habe ich nicht drauf geachtet. Ja, müssen wir mal gucken, vielleicht. Ich bin halt auch kein Physiker. Okay. Weiter. Ich brauche deine Hilfe bei einem Job. Brauchen wir dafür spezielle Kenntnisse? Ich will die Braut des Gouverneurs kidnappen. Oh, Davy, dein Sohn hat's drauf. Was schätzt du? Wie viel Prozent? Nein, es geht nicht um Lösegeld. Ich erkläre es dir, wenn du einschlägst. Zahlst du in Gold, Kleiner? Akzeptiert ihr auch Schuldscheine? Frag uns nochmal, wenn du was hast, das wir gebrauchen können. Okay, das ist gut zu wissen. Das scheint jetzt also die Quest zu sein. Ja, was könnten, kannst du doch mal fragen, was die brauchen könnten? Wahrscheinlich Alkohol. Was könnten so sorglose Typen wie ihr denn brauchen? Das verrate ich dir gern. Wir brauchen verdammt nochmal Rum. Wahrscheinlich müssen wir sowas Ähnliches entweder klauen oder selber brauen. Ich glaube eher brauen, weil die Sache ist, wurde ja schon gesagt, dass das alles jetzt konfisziert wurde, weißt du? Deswegen, oder zumindest in der Gouverneursvilla liegt, deswegen denke ich schon, dass wir das selbst machen müssen. Kumpel, es gibt hier keinen Rum mehr. Dein Vater wartet doch auf eine Lieferung. Davon hat er nichts erwähnt. Deshalb wartet er hinter der Bar und wir sitzen hier, du Kugelfisch. Ja gut, wir haben auch noch nicht mit unserem Vater geredet, muss man ehrlich mal sagen, ne? Ja. Dann reden wir mal hier mit dem. Mit dem da? Ja. Der sieht auch so freundlich aus, ja wirklich. Scott Farkas. Er ist dümmer als ein Zombie mit einer Spitzhacke. Ist mir gerade so eingefallen. Copyright bei Bluebelly. Oh. Nee. Darwin hat hier das Sagen. Okay, na gut, so kann man sich auch dialogisch sparen, weißt du? Einfach sagen, nee, da gibt's einen, der für alle redet, ja. Okay, wir reden mal hier mit dem Kneipengast. Mit ihm sprechen? Nein, er hört sich zu gerne selber reden. Aber weißt du was, das finde ich ganz sympathisch. Besser als bei Monkey Island 4, wo du mit jedem noch so unwichtigen NPC da reden kannst, ja. Also ich bin Buchhalter. Also ich bin Fitnesscoach. Ich bin Zahnmedizinerin oder was war es? Zahnmedizinerin. Verkäuferin, irgendwas, keine Ahnung. Oder Anwaltsgehilfin. Spannend. Wanda ist der lokale Priester. Er wartet auf den Altarwein. Okay, das ist der Priester. Dann rede ich mal hier mit Papi. Ich wollte gerade sagen, guck erst mal an, aber sprich mal. Dad, sag diesen Männern, dass sie den Waffenturm besetzen sollen. Ich kann die Bar nicht schließen. Aber es gibt doch nichts zu verkaufen. Deswegen rubbelt er sich wahrscheinlich die Faust. Ne? Er stellt sich vor, dass er gerade irgendwie einen vollen Becher mit rumpoliert oder irgendwas, keine Ahnung. Besser er rubbelt sich die Faust als... ach egal, wir kommen wieder zum Schüttelschaft. Ja, so schließt sich der Kreis. Ei,
aber es gefällt mir nicht. Und wer zahlt am Ende das Entfernen der Zahnspange, wenn Rosis Zähne schön gerade sind? Ich finde schon einen Job. Darüber können wir uns später streiten. Du willst ja nur, dass ich das bezahle. Und alles nur, weil du es in keinem Job aushältst. Vergiss es. Das ist aber gemein, Mensch, der arme Blue Belle. Sobald ich Greenbeard aufgehalten habe, bleibe ich zu Hause. Du gibst auf? Kannst du dich nicht mal wie ein richtiger Mann verhalten? Dad, höchstwahrscheinlich werde ich dort draußen umkommen, wenn ich versuche, unsere Stadt zu verteidigen. Reicht das nicht? Du warst mal ein Pirat. Ich werde ein Pirat sein. Okay, sie dreht sich um, mit wem hat sie jetzt gesprochen? Sie dreht sich um, redet irgendwie in die Luft, wo keiner steht, ja. Süß. Der muss irgendwo rum sein. Die Insel ist trocken, Junge. Aber der Vater ist ja schon gemein, ja. Also wirklich, mein Gott. Der mag uns echt nicht. Aber wobei, der ist so, der hat so dieses, ich bin nicht wütend, nur enttäuscht. Ja, das ist doch kein, das ist doch nicht motivierend, mal ehrlich. Unterstütze deinen Sohn doch mal. Sag doch mal, hey, schön, dass du dich als Bruder um die Zahnspange deiner Schwester kümmerst, ja. Ja. Das ist doch eine schöne Geste. Ich frag mal nach rum in den Gruften. Rum in den Gruften? Wer ist abgelaufen? Rum kann ablaufen? Ja, weiß ich nicht. Ist das so? Ich dachte, die meisten hochprozentigen alkoholischen Getränke, die verdunsten eher, weil die Flaschen nicht hundertprozentig dicht sind, aber ablaufen... Ja, hab ich jetzt auch nicht so. Also ich dachte im Sinne von, wenn die vielleicht schon mal geöffnet sind, dass vielleicht nach einer Weile, weiß ich ja nicht, irgendwie... Vielleicht die Wirkung etwas abflacht oder sowas. Also ich glaube, so Bier und so, diese wirklich niedrigprozentigen Sachen, die können verderben, aber so hochprozentige, die sind doch eigentlich konserviert. Ja. Das ist eine Frage, das ist der Bildungsauftrag für die gute Safira, die uns auch letztens in den Kommentaren erklärt hat, was es mit Rotkohl und Blaukohl auf sich hat. Ja, bitte, also würde mich mal sehr interessieren. Ich glaube, wir können es immer so machen, dass wir jetzt in jeder oder so, jeder Auflage mindestens ein, zwei Bildungsaufträge oder Aufträge an Safira weitergeben. Das ist doch super. Genau, das ist unsere Internet-Bildungsministerin. Ja, also irgendwann, wenn wir mal richtig rauskommen oder so, werden wir sie direkt dafür einstellen. Ne? Das ist extra ein Job, den wir schaffen werden, nur dafür. Ne? In der Statue von Gouverneur Derek ist kein Rum? Er hat ihn gefunden. Gibt es noch Rum im Schweinestall? Sie haben ihn getrunken, die Schweine. Die Schweine! Lustig, wirklich. Nein. Nein! Gibt es noch Rum auf dem Plumpsklo? Den hab ich getrunken. Okay, jetzt habe ich... Nee, jetzt hab ich... Guter alter Gefängnisrum. Jetzt stelle ich mir einfach nur vor, wie Erla also auf der Schüssel sitzt und nebenbei... Nee, das ist doch nicht schön. Das ist doch, womit sie kommt oben rein und dann gleich wieder raus, oder was? Ja, genau, das ist dann so der ewige Kreis. Ja, eine sehr effektive Darmspülung, ne? Warum nicht, ne? Deine Kunden sagen, dass du auf eine Lieferung wartest. Ich hab 30 Fässer bei Bill Gay Redback und Swillbottom Bob bestellt. Die sprechen mit so einem komischen Piratenakzent, dass ich sie kaum verstehen konnte. Ich musste sogar mein Wörterbuch rausholen. Sie sprechen wie Piraten? Hi. Wenn ich nicht auch so mit Ihnen gesprochen hätte, hätten Sie mich gar nicht verstanden. Wo ist denn jetzt der Rum? Weiß keiner. Sie haben angefangen, sich zu prügeln. Swillbottom ist auf Redback losgegangen. Die Küstenwache hat die Schüsse gehört und sie gefangen genommen. Jetzt sitzen sie im Kerker. Für so einen Kram habe ich jetzt keine Zeit. Wo ist der Kerker, in dem Bill Gay und Swillbottom sitzen? Bevor ich dir das verrate, musst du erstmal diese 10 Fässer verschieben. Fati! Der Gouverneur hat irgendwo unterhalb der Stadt ein geheimes Gefängnis bauen lassen. Finden musst du es allerdings selber. Okay. Swillbottom ist auch ein schöner Name, ne? Der geschwollene Popo. Muss die Insel retten. Das sagt doch nichts. Oh, das ist aber... Also wir können natürlich entweder jetzt bei ihm weitermachen oder wir gucken, was die anderen machen. Was sagst du? Ich würde mich erstmal hier auf der Insel ein bisschen umschauen. Ja. Ich würde gerne erstmal. Wir können ja wirklich erstmal ihn machen oder so und dann, weißt du, so. Genau. Da bleibt die Spannung irgendwie so aufrecht, weil wenn wir nicht wissen, was die anderen machen, weißt du? Eine schöne Aussicht und so. Aussicht. Da gucke ich schon mein ganzes Leben drauf. Das ist ja eigentlich schön. Mir fällt dazu nur die Wäsche ein, die ich dort waschen musste. Ich habe schon lange nach einem schönen, klaren Wasserfall zum Baden gesucht. Okay,
Jetzt kann ich es doch noch mit etwas anderem in Verbindung bringen. Ich finde das eigentlich auch ganz schön. Ja, ja, ich meine, es ist gezeichnet, ne? Von einem Bildhiller. Also du kannst davon ausgehen, dass es schick ist hier. Entschuldigung? Irgendwie muss ich jetzt an die Simpsons denken. Er ist gezeichnet.